So, meine Lieben, damit herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahmesession vom Bildersimulator. Ja, wir waren gerade dabei, hier das alles zu verputzen hier drin. Nur nicht so. Beziehungsweise nicht verputzen. Wie geht denn das jetzt? Hier. Doch verputzen. Aber nicht mit dem Ding. Hier mit dem Ding. Und glatt streichen alles natürlich. Das werden wir gleich auch noch machen. Direkt, sonst übersehe ich nämlich wahrscheinlich irgendwelche Stellen. Nach diesem haben wir, glaube ich, noch ein Level und dann ist es für mich auch wieder neu, weil das hier hatte ich ja schon gemacht, wo dann das Dings nicht aufgenommen hatte, einfach OBS. Also aufgenommen schon, aber nicht so, nicht mit Ton. Erkenne ich dadurch natürlich schon. Da habe ich noch gar nicht. Ups. Okay, hier ist, glaube ich, alles. Hier muss ich auch noch glatt streichen. Ja, gut, da haben wir alles. Weiter geht's in diesen Raum. So, und glätten, einmal abziehen, so. Oh, so hier und hier nochmal. Haben wir noch einen Raum? Hier habe ich noch nicht geglättet. Okay, habe ich etwa irgendwo was übersehen? Nehmen wir das Ding zur Hand. Gerade. Dann da nur so platzieren vor allem. Wo denn noch? Bin der Meinung, ich habe alles. Ach so. So. Streichen der Wände und Verlegen des Fußbodens.
Wände. Hier könnte Wohnzimmer sein. Küche. Ein Schlafzimmer. Bad, Schlafzimmer und hier im Bad oder so. Fangen wir hier mal im Bad an. Komisches Bad, ist egal, die Räume sind alle so geschnitten. Ich kann es nicht ändern. Kacheln. Sowas ist auch cool, ne? War echt ein bisschen dunkel, aber ist ja nicht so schlimm. Dann kann man ja dafür dann die Dings ein bisschen heller machen. Den Boden ein bisschen. Naja, die Decke auch. Aber die Decke möchte ich vielleicht ähnlich machen wie den Fußboden, wenn es funktioniert. Wäre cool. Fußboden. Gibt es das jetzt auch als Kacheln, als Dings? Nee. Leider nein. Na gut. Schade. Sieht hier halt aus wie im UFO, ist auch egal. So. Wohnzimmer. So ein schöner Teppich, sowas. Sowas würde, glaube ich, passen, oder? Ja, aber das sieht ein bisschen komisch aus. Wieso Blumen? Wie sieht das aus? Bisschen kitschiger passt da irgendwie ganz gut zu, ne? Gefällt mir hier tatsächlich gerade ganz gut. Mist, ich habe hier die Dinger vergessen. Müssen wir gleich machen. Den Rahmen. Es sind sehr viele Blumen. So, selbst an der Decke wollen. Naja, wo sind die schwarzen Dinger hier? Und hier sagt aber hier.
Vielleicht muss da auch gar nicht gedingst werden, sondern nur wenn hier so ein Fenster ist, das könnte sein. Bah, das sind ein bisschen sehr viele Blumen, oder? Aber ist jetzt nicht so schlimm. Hier ist das Schlafzimmer. Hatten wir beschlossen soeben. Nochmal ein Teppich. So einen blauen hier. Schlicht und ergreifend. Eine helle Tapete. So. So, zack. Boah, das Wohnzimmer ist ganz furchtbar. So, jetzt. Küche. Küche hätte ich irgendwie gerne Holz. Eine Holztäfelung. Das machen wir. Wo fehlt jetzt noch was? Bestimmt hier, aber ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Ich kann das einzeln auswählen. Das erklärt natürlich einiges. Gut. Wo waren denn die Blumen? Oh, Kacke, mir fällt gerade auf, ich habe gar keinen Timer gestellt. Muss ich jetzt mal machen. 14 Minuten sind schon rum. So.
Wo sind die Blümchen? Die waren das. So, und hier noch. Another task successfully So, fertig. completed. We're a pretty good team, don't you think? I'm the brains of the operation and you're the muscle. Oh, don't get so offended. I know you're as important as I am, but what really matters is that the client is happy with our work. It's obvious, 'cause we're the best. Yeehaw! Ja. So, nächstes Level. Nächster Vertrag. Hier. Ja. Aha. Winde. Naja, genau, Bauernhaus. Anforderung: Türen und Fenster, Gebäude, Trennwände und eine Treppe. Aufgrund des oben erwähnten Sturms gibt es in der gesamten Region Probleme. Viele Gebäude wurden beschädigt und einige liegen in der Wildnis. Zur gleichen Zeit erhielten der Held und Bill einen neuen Auftrag. Sie müssen versuchen, alle Anforderungen des Kunden zu erfüllen und gleichzeitig eine geringe Anzahl von Ressourcen zu verwalten. Das machen wir doch glatt. Versteckte Werkzeuge unter der Brücke. Welche Brücke? Messages for you. One bad and one not so bad. Which one do you want to hear first? I'll make this decision for you. Firstly, because of the last windstorm, there is a problem with a lot of houses. This means we have a huge amount of work and I'm lazy. The second news is that we have a new task. Client needs this building to be completed as fast as we can. He does not want what is already on the plot to be further damaged. It shouldn't be a problem for a skillful builder like you. Ja, das macht ja auch Sinn, dass hier nicht alles kaputt geht. Noch mehr als es sowieso schon ist. So, also Türen und Fenster einbauen, sagst du, ist ein Bauernhaus. Dann machen wir mal auch Bauernhaustüren, die dazu passen. Und Fenster. Nee, drin, okay. So. Ne, ich nehme das hier. Das passt farblich besser zu dem anderen, also zu der Tür. So, Fensterbank. Die Fensterbänke draußen machen wir gleich, zuletzt. Das hier geht übrigens auch so, dass wir erst die tatsächlich alle einbauen. Geht natürlich doch ein bisschen zügiger so. Und deswegen machen wir das jetzt auch. So, da haben wir auch noch welche. Also alle kriegen wir jetzt sowieso nicht hin, weil wir so viele gar nicht gekauft haben. So, einen haben wir noch. Dann rennen wir erstmal los und... Das machen wir jetzt aber so. Sonst habe ich, glaube ich, mehr hin und her gerannt als alles andere. So. Bohren. Jedenfalls die Schrauben. Fensterbrett. So, hast das Fensterbrett vergessen. So. Das Fensterbrett fit.
Oh Mann. Entschuldige mich dafür. So, Nee, hässliche Schaufel kann wieder weg. So. So, hier die Fensterfront, glaube ich, noch hier. Dann haben wir, glaube ich, alles. Beziehungsweise die zwei noch. So, wie viele haben wir hier jetzt noch? 1, 2, 3. Gut. Ich kaufe direkt nochmal 10. Oben haben wir ja auch noch einiges. So, haben wir sie alle. Dann können wir gleich einmal getrost ums Haus rennen. So. So gut, dann mal raus. Ah ja, der ist ja ausnahmsweise mal fast gerade gewesen. Der ist ja auch fast gerade, ne? So. Oh, das war die untere Etage. Dann kraxeln wir jetzt mal hier hoch. Ja, so. Bauen wir hier. Einige große Fenster. Und dann brauchen wir ein Gerüst. Hier draußen. Logisch. So. Okay, eins brauchen wir noch.
Und hier. Vielleicht genügt ja auch die kleine Leiter dann draußen, um an die Fensterbänke zu kommen. Ja, ganz praktisch, weil sonst wird das ganz schön kompliziert, weil ich das Gerüst ständig wieder abreißen muss. Um es dann woanders wieder aufzubauen. Oh, da komme ich leider nicht raus, weil man diese Türen nicht aufmachen kann. Warte, was habe ich gerade gesehen? Nee. Ich dachte gerade, ich hätte mit Scrollrad das Werkzeug geändert, habe ich aber nicht, leider. So. So. So, fertig. Jetzt nach draußen. Okay, hier müsste auf jeden Fall die Dinge hier reichen. Ja. Ist gut. So. Also, okay, da müssen wir irgendwie hoch. So schaffen wir das nicht, oder? Ja, nee. Okay, da brauchen wir ein Gerüst. Hier müsste es so gehen. Ups. Oder auch nicht. Okay, da brauchen wir auch ein Gerüst. Hier nicht. Haben wir noch welche? Nö, also hier ein Gerüst hin. Nee, das war verkehrt. Gerüst. Mal da. Hoch. So. Und hier ziehen wir das Gerüst wieder hoch. Schöner Scheiß. So.
Tap, 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 so. Stimmt, die Treppe kommt noch. Wo ist denn jetzt nochmal die Tür? Die Treppe. Trennwände. Genau, das hier sind Profile. Und wenn mal so, ich habe keine Ahnung, wie viel ich davon brauche. 3, 4. Nee. 1, 2. Achso, ich muss hier. Auf jeden Fall erst. Auf jeden Fall erstmal noch 2. Also. 1. Gibt natürlich auch noch eins. Der Typ hat ja schließlich extra erwähnt, möglichst wenig Ressourcen brauchen. Also probieren wir das auch mal tatsächlich. Aber jetzt ist tatsächlich auch schon die Folge wieder zu Ende. 1, 2, 3, 4, 5. Naja. Ich brauche einmal 10 Stück. Naja, mache ich jetzt so. Oben haben, brauchen wir die Dinger ja auch noch. So. Aber wie gesagt, Folge ist zu Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich im Anschluss noch eine Folge aufnehmen. Das mache ich ruhig. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bis morgen. Mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Tschüssi.